Revelio. Eine Blockade. Kupurs Bürger sind schon hier. Könnte der Phönix da drin sein? Confringo! Sie kam keine Sekunde zu früh. Revelio. Revelio. Eine einzelne Menge vor. Ich hätte im Schloss bleiben sollen. Tierwesen sterben gern, um mir ein paar Sickel zu machen. Revelio. Revelio. Ich schwimme förmlich in Galeonen. Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Confringo.
Velio. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Brockborough ist nur dafür bekannt, dass dort jemand einen Haustroll hat. Was hast du getan? Revelio. Phönix. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Revelio. Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Revelio. Da ist er wieder. Revelio. Revelio. Huh?
Confringo. Crucio. Revelio. Ich gucke zu, wie das Haus in den Augen verschwindet. Befinde dich. Hier sind Ziele. Revelio. Das war für Wolkenschwinge.
Confringo! Confringo! Revelio. Grazie. Hallo. Kann ich dir helfen? Ich bringe dich in Sicherheit. Bringen wir dich zum Raum zurück. Deke wird sich freuen. Revelio. Sieht interessant aus. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Deke findet, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein.